Ich bräuchte vielleicht einen Hinweis zu Kalileas Seelentier. Ihr Seelentier ist ein großer Vogel, dessen Schwanzfedern im Flug rund aufgefächert sind. Das klingt wieder mehr nach einem Adler. Und was ist mit Lelindor? Sein Tier ist anders als das der anderen. Doch wie ein Vogel baut es Nester auf Bäumen. Okay, es ist schon mal doch kein Vogel. Aber es hockt auf Bäumen. Eichhörnchen vielleicht? Eichhörnchen sind rotbraun. Gut, dann haben wir hier schon mal auch alles gefragt. Gwendala. Die kenne ich doch. Beziehungsweise nur ich kenne sie. Ja, nur ich kenne sie. Ein Zwerg in so luftiger Höhe? Seltsam. Sag, wird dir nicht schwindelig? Nur, dass sie in dem Teil ein bisschen besser designt aussieht als im ersten Teil. Ja, sie kommt im ersten Teil auch vor. Sie ist sogar ein Gruppenmitglied, aber so mehr will ich nicht dazu spoilern. Also man kann sie in die Gruppe aufnehmen im ersten Teil. Ah, gut. Wie du siehst, kann ich mich noch auf den Beinen halten. Vorsichtig zum Wortwitzig. Wir Zwerge bauen Hallen höher als jedes Baumhaus. Also wir könnten angeben oder wir könnten einfach diplomatisch sein. Ach, geben wir mal an. Ich würde nämlich zu gern wissen, worauf das hinausläuft. Bitte entschuldige. Ich wollte nicht unhöflich sein. Mein Wissen über dein Volk ist spärlich. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie einen Zwerg persönlich kennengelernt. Ach, sie scheint ja sehr nett zu sein und hat sich auch gleich entschuldigt. Sie ist eigentlich auch gar nicht so unhöflich. Jetzt kennst du mich ja. Ja, gut. Das ist typisch Zwerg. Jetzt habe ich dir was über mich erzählt, jetzt kennst du und mich. Und noch einen weiteren Zwerg, wie ich sehe. Aber seht es mir bitte nach, wenn ich euch später nicht wiedererkenne. Ihr kleinen Herren seht für mich alle gleich aus. Na, danke schön. Ja, genau das habe ich mir gerade auch ein bisschen gedacht. Na gut, ich kann Elfen und Zwerge, ich selber kann Elfen und Zwerge einer vom anderen auseinanderhalten. Aber der Spruch passt eigentlich ziemlich gut für mich als Zwerg. Nun, Herr Bartgrummler, dann wäre es mir ein Vergnügen, euch demnächst erneut kennenzulernen, wenn ich dann noch hier bin. Bartgrummler. Na, das klingt schon ein bisschen besser als Bartmurmler. Gut. Wenn du noch hier bist, kommst du nicht von hier? Ja, können wir so machen. So ist es. Meine Sippe hat mich auf einen ungewissen Weg gesandt. Ich verweile hier nur kurz und setze dann meine Suche fort. Ja, also sie gehört nicht zu dieser Sippe, sie gehört zu einer anderen. Aber vielmehr wird sie uns wahrscheinlich auch nicht verraten. Wir können sie ihr ja mal unsere Hilfe anbieten. Was ist das denn das Ziel der Suche? Es tut mir leid, aber es ist mir nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Nur so viel. Es handelt sich um ein sehr altes, hochelfisches Artefakt. Na gut, da müssen wir uns damit zufrieden, obwohl wir könnten es wieder überreden versuchen. Aber wenn ich es sehe, kann ich es nicht erkennen und euch folglich auch nicht geben. Versuchen wir es mal. Sei unbesorgt. Niemand wird diese Waffe vor mir finden. Denn niemand sucht sie so sehr wie ich. Es ist also eine Waffe. Na gut, wir können aber weiter mit ihr reden. Vielleicht weiß sie etwas über diese Sippe hier, wenn sie auch nicht über ihre eigene reden will. Also, ich versuche die Sippe hier besser kennenzulernen. Warum fragst du dann mich? Ich gehöre nicht dazu. Aber über die anderen Elfen hier kannst du mir doch etwas erzählen, oder? Ich versuche ihre Seelentiere zu ergründen. Ein interessantes Anliegen. Nicht alle hier werden dir freimütig ihr Innerstes offenbaren. Sag, um wen geht es? Ja, da wäre Kellenlea Feilklang. Sie ist stolz und versucht gar nicht erst, die Menschen zu begreifen. Bei der Jagd im Wald erblickte ich einen Adler, der mich musterte. Mag sein, dass sie es war. Also doch ein Adler. Gut, und zu wem genau? Lelindor Astwandler? Er ist sehr vorsichtig, das stimmt. Aber wenn du ihn nicht bei seiner Zwiesprache mit dem Baum oder seiner Seelenverwandten störst, wird er mit dir sprechen. Na, das war jetzt nicht sehr hilfreich, aber wir wissen schon mal, dass Kellenlea ein Adler ist. So.
Da hinten läuft ein Elf rum. Den fragen wir zuerst, bevor wir mit... wie heißt er nochmal genau? Ich kann mir Lelindor reden. Genau. Ich hörte, du willst dich um die Piraten kümmern. Okay, der ist ziemlich direkt und will was über die Piraten wissen, nicht uns hier irgendwelche Elfenphilosophien auftischen. Das ist schon mal höchst interessant. Ja, du scheinst ein Kämpfer zu sein. Was hältst du von der Sache? Wenn sie hier eindringen, werden wir uns verteidigen. Du aber hast keine Veranlassung, die Menschen anzugreifen. Doch, wenn sie mich angreifen oder mich bedrohen. Das sei mal meine Sorge. Wie schätzt du ihre Kampfkraft ein? Sie sind wie Kinder, die eine Weile mit Stöcken gespielt haben und nun glauben, einen Eber erlegen zu können. Nein. Nein, das ist... definitiv arrogant eingeschätzt. Also ich glaube nicht, dass die Piraten nur so gefährlich wie Kinder sind. Ich glaube, die könnten schon ziemliches Chaos hier anrichten, wenn sie angreifen würden. Und jetzt ist das einzige Gegenargument, was wir haben, dass wir ihn beleidigen können. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier vor Kampfkampf strotzt. Wir haben zwei unserer Stärksten verloren und... nun, trotz allem sind uns die wütenden Menschen in diesen Wäldern unterlegen. Kämen sie hierher, wären sie unseren Pfeilen hilflos ausgeliefert. Wenn sie nicht gerade den Wald anzünden. Aber er hat schon recht, vom Baum oben aus können sie die Piraten leicht unter Beschuss nehmen. Das Gebiet darunter ist hier nämlich ziemlich offen eigentlich. Okay. Fragen wir erstmal, was er tauschen tut. Waffenbalsam würde ich mir gern einmal näher ansehen, falls du welchen hast. Ansonsten habe ich gerade Appetit auf Nüsse, jedoch nur Äpfel und Quellwasser da. Ja. Sicher. Gut. Ich hörte, du willst dich um die Piraten kümmern. Wir könnten ihn nochmal dazu fragen, aber fragen wir ihn jetzt erstmal über das... Was hat es mit dem tierhaften Wesen von Elfen auf sich? Du meinst sicher die Seelentiere. Was genau verstehst du nicht? Woher wisst ihr, welches euer Seelentier ist? Eigentlich ist das nicht so jetzt so interessant für unsere Hauptquest, aber wir sind von Grund aus neugierig. Wir sind immerhin ein Geode und wollen alles über die Natur wissen. Es kommt der Tag, an dem wir es finden und es findet uns. Wie die Erkenntnis, was unsere Aufgabe im Leben ist, erkennen wir unsere Bestimmung in unserem Wesen. Wieder so viel Philosophie. Aber gut, das macht schon Sinn. Wenn man einem bestimmten Tier, das mit dem man seelenverwandt ist, in die Augen blickt, wird man schon erkennen, dass dies das Tier ist. Jedes Sippenmitglied hat in der Gemeinschaft seine Aufgabe. So wie jedes Tier in der Natur seine Aufgabe hat, mit der es für Yamanda sorgt. Das Lied des großen Ganzen. Jeder hat seine Aufgabe. Und wenn man mal eine andere Aufgabe machen will... Ich zum Beispiel war ja früher Soldat, doch nun bin ich Geode. Meine Aufgabe hat sich so gesehen geändert. Obwohl nicht ganz. Früher habe ich mein Zuhause beschützt, also die Elfen, Elfensiedlung im Ambossgebirge. Und jetzt beschütze ich halt die Natur. So gesehen hat sich meine Aufgabe eigentlich auch nicht so geändert. Aber doch ein bisschen. Ja. Ich versuche, das Wesen deiner Sippenangehörigen zu begreifen. Ist das so schwer? Eigentlich ist es nicht schwer. Also wir wissen schon mal, dass Kelendea ein Adler ist, wahrscheinlich. Also nach den Beschreibungen, die wir bis jetzt gehört haben. Lelindor hingegen könnte ein Eichhörnchen sein, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber fragen wir ihn doch mal über beide. Also erstmal über Kelendea. Sicher, denn ihr Wesen ist stark. Kraftvolle Hände hat sie und sie kann schnell zuschlagen, auch in Vogelgestalt. Ein Adler hat kraftvolle Klauen, mit denen kann er ziemlich viel packen, das stimmt schon. Was ist mit Lelindor? Er erfüllt andere wichtige Aufgaben. Vorausschauend erinnert er uns daran, Vorräte für den Winter anzulegen und errichtet unsere Baumhäuser. Er ist definitiv ein Eichhörnchen.
Okay, sehr aufschlussreich wirklich. Dann haben wir ja jetzt nur noch Lilin dort, mit dem wir reden können. Und einen friedlichen Stinkmarder. Das wird so eine Art Stinktier. Der sieht wirklich aus wie eine Mischung aus dem Stinktier und einem Marder. Was ist wohl in diesem Korb drin? Und das sind mal Anleitungen. Das ist mal interessant. Ein Heiltrank und eine Raune und ein Seelenbogen ergeben einen verbesserten Seelenbogen. Aber da sonst wird es jetzt nicht vergreifen. Das sind, glaube ich, seine Rezepte. Das Ulmenholz hingegen, nein. Das nehmen wir uns vielleicht später, wenn wir uns um die Piraten gekümmert haben. Dann werden sie uns vielleicht nicht so viel dagegen haben. Aber reden wir jetzt mal mit Lilindor. Er scheint ja ein guter Bogenbauer zu sein, blättert Rezepte für uns. Oh, du gehörst nicht zu meinem Volk. Ich glaube, es ist nicht gut, mit dir zu sprechen. Okay, er ist schon mal ziemlich vorsichtig. Das passt eigentlich zu einem Eichhörnchen. Deine Geschwister sprechen doch auch mit mir. Ja? Nun, haben wir denn etwas, worüber wir sprechen können? Ach, das kommt drauf an. Eine Frage hätte ich da schon noch. Was ist es denn? Kannst du mir etwas über diesen Baum erzählen? Der ist doch nicht zufällig so gewachsen, oder? Naja, fragen wir ihn einfach mal. Viel redet er nicht. Schweigen wir einfach mal, Partner. Es liegt in meiner Verantwortung, ihn zu formen. Ich muss auch einen Elfen finden, an den ich das Wissen weitergeben kann. Mehr gibt es nicht zu sagen. Okay, er ist wirklich nicht sehr gesprächig, aber er sagt uns wenigstens etwas. Eine Frage hätte ich dann auch noch. Was ist es denn? Das ist etwas direkt und etwas tragisch, aber fragen wir ihn doch mal, was, wenn du stirbst, bevor du einen Nachfolger hast? Das wird nicht geschehen. Wir Elfen sterben erst, wenn wir unser Lebensziel erreicht haben. Außer wenn... Ich will nicht darüber nachdenken. Geh weg. Fragen wir ihn doch weiter aus, auch wenn er uns wegscheuchen will. Was ist es denn? Was ist da zwischen Kelenleia und dir? Ja, wir fragen ihn direkt, ob er eine Beziehung mit dir hat. Tun wir es einfach wir mal. Wir haben unsere Seelen in einem lebenslangen Bund vereint. Es ist, was andere Völker Hochzeit nennen. Und doch ist es noch viel mehr. Aber eigentlich geht dich das gar nichts an, also... Also er ist wirklich mit ihr verheiratet. Und er sagt uns ganz diskret, dass es uns nichts angeht. Aber gut. Was ist es denn? Ja. Ich höre schon auf zu fragen. Jetzt fragen wir mal über sein Sie. Du bist es. Willst du wieder mit mir sprechen? Ja. Ich versuche dich und deine Geschwister besser zu verstehen, indem ich Fragen stelle. Diese Art von Verstehen lernen ist mir fremd. Wie soll das gehen? Hast du eine Eigenschaft, die dich von deinen Geschwistern abhebt? Abhebt? Im Gegenteil. Ich kann das nicht. Fliegen, meine ich. Ich will jetzt nicht irgendwie gemein sein, aber er scheint irgendwie... nicht besonders helle zu sein, der Typ. Also, Elf schön und gut, aber die anderen haben ein bisschen, sind erstens ein bisschen gesprächiger und zweitens verstehen sie, was ich sage.